Ich Wenn jetzt ich den rechten vielleicht Stick klicke, verschwindet das Ding, Ja, ja. genau das meine ich. Keine Ahnung, ich habe das immer so als das gesehen, was halt worauf meine Geschütze gerade zielen. Wenn ich etwas ausgewählt habe, dass das halt die Richtung ist, wo ich hingucke. Der Punkt in der Mitte, aber dieser Kreis, das ist, was anvisiert wurde. Ja, dann wird es wohl. Hat eine Frage, okay. Dann frag. Ja klar, immer raus damit. Hi Monk, hau raus. Für Profi-Fragen bin ich ja hier. Und hallo Monk, Entschuldigung. Ja. Ja. Fahr dann schon ziemlich fett auf. Ey, da ein geiler Jump. Ja, bei Planeten mit niedrigem G ist halt cool, wenn halt so ein Hügel kommt, also einmal rüber und dann. Schade, ich kann dein Raumschiff nicht klauen. Ne. Ist ja langweilig. Auf welcher Schiffsklasse ist die Rover? Schwierige Frage. Also, du kannst dir Fahrzeugbuchten einbauen, aber ich habe nie geguckt, ab welchem Schiff das Kannst auch geht. schon in der Und ich Ding glaube, kannst für auch die schon einbauen, auch in Fahrzeug. der Sidewinder. Ich wollte sagen, ich glaube, für die Fahrzeug. Brauchst du einen Modulplatz der Größe 2? Ja. Mindestens. Und das kannst du eigentlich in jedes Raumschiff einbauen. Ja. Notfalls musst du halt einen Modulplatz dafür freimachen. Und wenn da welche frei ist, dann kannst du die halt einfach nehmen. Die Rover kannst du von Genau. Anfang an eigentlich haben. Genau, du brauchst einen Modulplatz. Und du brauchst halt Elite Dangerous Horizons dafür. Aber ich gehe mal davon Genau. aus, dass die Voraussetzungen gegeben müssen. Mist! Alter, Mist, da war ein Stein. Na, Stein ist ein Tückisch, der haust du einmal gegen, direkt nach 20 Schaden. Da vorne ist ein Stein, Auto. Ja, diese Der kleinen hat, Kacksteine. Aua. Kein Thema, wir helfen gerne. Immer her mit den Fragen. Wir helfen, soweit wir können. Ja. Auch wenn uns selber nicht mehr zu helfen ist. Ah, wunderschöne Und Worte, das war der war die du wieder so dort schlecht. gesprochen hast. Das waren so poetisch, so tiefgründig. Ja, so tiefsinnig. So, Nickel, endlich. Jetzt direkt Ja, der ich erste bin. Stein, den ich aufbreche, Nickel. Eben stundenlang gar nichts. Ja, wenn das nicht schießen, Nickel. Brauche ich nicht. Jetzt gerade ehrlich gesagt, wie bekloppt so durch die Gegend hier. Ja, ich fahre halt auch bekloppt in eine Richtung, aber ich suche mir halt einen von den Erzpunkten raus. Ich meine, das geht hier relativ gut, das ist relativ flach, das ist immer so kleinere Hubble. Ja. Jetzt mal richtig Also. Gas geben, Alter. Also, man findet hier eigentlich richtig viel. Da vorne ist zum Beispiel auch der Stein. Oh. Das fällt nicht mal, ob du gerade auch gezielt suchst oder ob du einfach nur hinfährst. Ich probiere eigentlich was zu finden, aber ich finde in die Richtung nichts und abgesehen davon, ich halte halt wirklich mit Vollgeschwindigkeit. Wuhu! Ich auch. Ups, das hab ich Ja. gedreht. Ja, ich Oi, glaube, Barrel Roll! Uiuiuiui, der geht's mir schlecht. gerade über so ein Auto rüber gesprungen, sieht aus. Noch hinter dir. Wo ist mein Erz, was ich eben auf dem Radar hatte? Hab ich jetzt Nehmen verloren. wir dahin. Ah, da! Ich seh's. Oh, da kommt aber viel raus, ey, dieses Stück. Cadmium, Cadmium, oh, Eisen, Eisen, gut. Eisen, Nickel, Cadmium. Wie viel Cadmium da drin sind? Cadmium habe ich eigentlich schon 1400. Damit ich mir einfach einen Bock drauf habe. Ui, ich sehe da einen Vortex. Ja, ich jetzt gerade reich an Erzen. Bei Arsen, wie viel Arsen Jetzt habe ich wähl doch mal überhaupt? die Kacke aus, Mann. Mal sehen, 28 von 250. Könnte noch mal wieder mehr werden. Aber aktuell brauche ich nichts. Ich muss heute Mangan fahren, ey. Mangan! Einer der häufigsten Materialien überhaupt, ist T2 oder so. War eine halbe Stunde unterwegs, direkt 30 Stück gefunden. Mangan. Hui! Sehen Mario, hinterher! Ja, mit Fahrzeugen kann man gut Blödsinn machen oder mit Fightern geht auch ganz gut, wenn du so mit einem Fighter durch die Schluchten fliegst. Das ist halt auch richtig Ja, da geil. Ja, gab's mal so Leute Star meinen. Wars-mäßig, Alter. Hui! Ja.
Ja, die Star Wars Reflexe brauchst du da teilweise auch. Ja. Hier die Reflexe, alles klar, ich hab sie auf jeden Fall nicht. Gab ja schon Leute, die haben Rennen gemacht mit den Fightern durch Schluchten. Ja. Kommst du da wirklich auf Skill, glaube ich, drauf an, oder? Die Fighter sind ja meistens alle gleich. Oder warte, nicht verschiedene Fighter sollten, stimmt ja. Ja, hier ist es. Ja, ich habe eine Mission, ich habe einen Auftrag reinbekommen. Ja, will ich nicht, ich bin doch am Arsch. Ich habe gerade gefunden, warum habe ich hier. Bist du nochmal woanders hingeflogen? Lohnt es sich, den Zytec X52 Pro zu kaufen? Da ich nicht mehr weiß, was es ist, würde ich erstmal spontan sagen, nein. Und jetzt sagen, ich würde vermuten, es ist ein HOTAS und ich finde, Elite hätte sich eigentlich auch prima ohne HOTAS spielen. Ne, HOTAS ist einfach 7 Meter überhaupt. Also wenn ich jetzt so kleine Kampfschiffe fliege, ich bin aktuell gezwungen, mit dem Gamepad zu fahren. Sagen wir mal so, ich würde es daran mal festmachen, wie du spielen willst. Wenn du sagst, du willst das wirklich richtig tief reingehen und vielleicht spielst du auch noch andere Simulationen oder sowas, dann lohnt sich der Kauf wahrscheinlich schon. Mhm. Und weil ich kann jetzt für mich zumindest sprechen, ich sage, mir ist das Geld momentan einfach nicht wert. Ja. Also, weil ich sage, ich kann das Spiel auch so super mit dem Gamepad steuern. Ich würde sagen, also Gamepad-Steuerung finde ich eigentlich echt super gemacht. Ja, aber ich finde trotzdem so, wenn du ein HOTAS hast und ein Gamepad hast, ich komm jetzt mit kleinen Raumschiffen mit dem Gamepad schon gar nicht mehr klar, weil das sind einfach zu klein und zu fliegen. Mit dem HOTAS habe ich halt viel mehr Kontrolle über die Schiffe, die Tastenbelegung ist besser, man kommt irgendwie besser an dem Flight Assist dran, den man einfach für bestimmte Manöver braucht. Also HOTAS lohnt auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel jetzt ein HOTAS, der hat mich 105 Euro gekostet, der geht wunderbar. Es gibt auch Leute, die schwören auf den X52 Pro, aber also den HOTAS, ich habe ihn lohnt schon, also HOTAS, klar auf jeden Fall. Also, wenn du sowieso schon HOTAS gespielt hast oder so, dann kannst du machen, dass du Geld dafür hast, aber sonst. Also ich finde die günstigen HOTAS lohnen auch schon. Halt nur eine Art und Weise, wie du halt damit umgehen kannst oder na, wie du bevorzugt zu spielen. Moisanit ist kein Material, wa? Moisanit ist Inventar, oder? Ich kann nicht was. Inventar. Hä? Ich hab hier Ruthenium. Und ich glaube, ich habe hier zwei, ich habe hier ein paar Wach auf Drohnen. Runetium entdeckt. Huhu, was auch mal Runetium ist, ich hab's jetzt. Ich bin gerade bei Ingo gewesen. Moment. Dann muss ich dir mal kurz hinterher. Wenn du Drohnen hast und so, dann kann es sein, dass du so eine Abschlussstelle gefunden hast. Ich muss ganz kurz hinterher. Wach auf Drohne sind das? Ja, das sind so Absturzstellen, die sind dann abgesperrt, da sind so Wach auf Drohne. Wenn du da reinfährst, dann kriegst du so eine Trespass-Warnung und lange drin, das ist so eine Strafe. Also die Viecher, die greifen mich an, sind nicht besonders stark, die kannst du kaputt machen. Und das Kopfgeld, was du bekommst, bist halt nicht automatisch gesucht und wirst überall abgeschossen oder so. Das ist ein bisschen Strafe. Das Problem ist, dass ich mit einem Gamepad nicht klarkomme. Ich bin halt nicht mehr der Jüngste. Achso. Oh, ja gut, es ist halt am Ende der Sache, würde ich spontan sagen, es hängt davon ab, was du selber halt bevorst. Wo man selber halt klarkommt. Präferenz. Also wenn du sagst, du musst halt wirklich für dich aus meiner Sicht entscheiden, ob es dir das wert ist. Ja. Wirkt steuerungstechnisch, muss jeder für sich den Geschmack empfinden. Also wirkt, ich kenne das früher selber noch vom C64-Spielen mit Joystick, also ist ja, das ist ja so quasi Joystick, insofern es hat schon steuerungstechnisch, weil du halt einfach einen ganz anderen Griff hast, ganz andere Möglichkeiten, wie das natürlich jetzt mit den ganzen Zusatzfunktionen, die du bei Elite ja brauchst, ist das auch nochmal eine andere Frage. Also HOTAS lohnt auf jeden Fall, also... Und für mich ist es halt so, ich kenne halt nur die Tastatur, Maussteuerung oder halt Gamepad. Aber ernsthaft? Aber HOTAS lohnt wirklich auf jeden Fall. HOTAS ist Meta. Also das macht eindeutig viel mehr Spaß, mit dem HOTAS zu spielen. Das heißt, mit dem Gamepad überhaupt nicht vergleichen. Ernsthaft was? Mario? Ich hab eine besetzte Rettungskapsel gefunden. What? Ja?
sammeln ein, dafür kriegst du Unterbrettung. Ich weiß nicht genau, was du dafür alles bekommst, aber. Ja, ich hab die auch mitgenommen. Ja, sammel ein, die kannst du in dein Raumschiff laden. Du hast halt nur 2 Cargo in deinem. Ja. Aber ich fand's trotzdem interessant, wie klein das Ding gefühlt ist. Ja, da passt halt ein Mensch rein. Ja. Das sah nicht so aus, als wenn da ein Mensch reinpasst. Wenn ich mir den SRV so angucke, ist das aber auch nicht so groß. Naja, in den SRV. Ja, die Größenverhältnisse sind manchmal ein bisschen komisch. In den SRV passen halt 2 Tonnen. Wenn ich mir vorstelle, dass hier hinten in diese kleine Tonne da 2 Cargo reinpassen sollen, die gerade mal knapp ein bisschen größer sind, vielleicht wie das Cockpit. Weiß ich nicht. Also. Oh. Von der Größe her würde ich sagen, wir passen 2 Särge rein, ja. Das ist noch ein Monk hat gerade geschrien. Hallo? Oh. Nicole? Hallo Nicole. Penis! Hi. Ich wollte voll reinbrüllen, da habe ich das vom Mikro stumm. Ich hatte bis gestern noch ein Cytek Cyborg 3D Gold, nun habe ich 2. Hat eine scharfe Wende fliegen wollen. Cyborg, ist das ein Gamepad? Wenn ja. Achso, ja, hat das durchgebrochen? Nee, hast du es durchgebrochen oder was? Das dürfte auch ein Joystick oder beziehungsweise Router sowas in der Art sein. Ihr habt euch schön amüsiert ohne mich. Ja, ich habe halt mein SRV geschrottet und dann mussten wir leider erstmal wieder wegfliegen und muss mir einen neuen holen, weil ich habe keinen Nickel gefunden zu reparieren. Ich finde hier auch gerade nichts. Also ihr habt euch ohne mich amüsiert, da kann ich ja wieder gehen. Du kannst gerne mit zu uns geflogen kommen. Ich kann sagen, du kannst gerne herkommen, wir sind nicht mehr so weit weg, glaube ich. Doch, nee. Ja. Kein Bock auf Ideen los. Hier kannst du gerade heizen, wie bekloppt so schön, Alter. Ich werde mir den X52 zulegen, okay? Ja, den Hotel. Soll ich euch wieder allein lassen? Nein, ich würde gerne da bleiben. Magst du mich jetzt mal nicht? Ich hab genau alles gelesen, was ihr gemacht habt. Ja. Du hast ja auch rumgemeckert. Ja, ging irgendwo ein bisschen zu weit, sorry. Naja, das jetzt noch nicht, aber. Irgendwann muss halt gut sein. Dick vom Fuß abgebrochen, au. Au. Ich glaube, das lohnt sich dann schon, also wenn du sowieso schon gespielt hast, dann lohnt sich das. Wieder. Nein, bleib da. Nein, du musst nicht gehen, Gottes Willen. Ja doch, wenn ich mir schon sowas wieder anhören kann, du hast halt nur wieder rumgemeckert. Sorry, aber einige Witze gehen halt unter die Gürtellinie, das muss nicht sein. Unter die Gürtellinie? Ich hab nicht mal einen Gürtel an. Was machst du jetzt? Ihr seid kacke. Ey. Och Mann. Immer so? Eigentlich nicht. Rohe Kräfte sind nur zu halten. Du musst die Hand die Hose halten, ja. Und Taylor, Unterhaltungselektronik, will jemand Sexpuppen haben? Also Sexroboter? Nee. Unterhaltungselektronik. Es ist zum Beispiel verboten, Unterhaltungselektronik in Gefangenensysteme zu liefern. Ja, die könnten sich amüsieren, oder was? Naja, man darf so in der realen Welt ja auch keinen Fernseher besitzen, also in Gefängnissen, aber auch nur, wenn man damit theoretisch kommunizieren könnte. Talion. Ich hab Zinn das erste Mal entdeckt. Was hast du zum ersten Mal entdeckt? Zinn. Zinn? Ja. Schuss hier rum und guck. Will jemand Talion haben? Oder Goslarit? Ja, du hast einen Abschluss. Hier liegen so ein paar Container rum. Ja, da sind gerade 2. Aua, da hab ich mal ganz kurz nicht gedacht, ich bin direkt in so einen Felsen reingefahren. Erstmal 25 Schaden. Boah. Hier ist. Ja, was ist es denn? Synthetische Reagenzstoffe. Da hinten liegt auch noch was rum. Oder hinten sieht das nach einem kaputten Raumschiff aus oder sowas, nach einer Absturzstelle. Wieso sind die? Siderit. Mieso Siderit. Ja, das ist ein Stein, der auf diesen kommt das raus. Hat er es hinter einem Hügel? Ja.
War das in meiner Nähe, aber gar nichts. Noch mehr Reagenzstoffe. Verkaufen. Sieht eher aus, als wenn hier so eine kleine Drohne abgestürzt wäre, als wie ein Raumschiff. Okay, sehr Monk. Alles gute klar. Nacht. Oder viel Spaß noch. Was immer du treiben mögest. Treiben ist ein interesting turn. Was zum Teufel? Ruthenium. Ruthenium ist relativ selten. Ich finde es aber gut, dass die Spuren im Sand von dem Dings. Ja. Dass es sie gibt, also ich finde die auch schon cool. Ich finde auch erstaunlich, wie lange die teilweise da sind. Also wirklich teilweise gefühlt nach einer Stelle zurückfahren kannst, wo du vor ein paar Minuten erst lang gefahren bist und die Reifenspuren gefühlt immer noch da sind. Ja. Ja, nur vor allem, was für eine Länge die da sind. Mhm. Willkommen zurück. Hä? Ja, was wäre? Ah, hallo Nicole. Deine Mutter. Hab ich gar nicht gehört, irgendwie hat gerade die Akustik. Du interessierst gefällt. Dich ja auch nie dafür. Doch. Ob ich das tue. Das habe ich in den letzten Stunden gemerkt. Du wolltest DVD spielen mit Fire. Ja, wir haben aber nicht mehr lang gemacht, irgendwie noch bis um 8 oder so. Das ist sicher nicht. Ich hab Bock mehr gehabt, das war jetzt so dumm. Hättest du ja wieder hochkommen können. Fire war schüchtern. Schüchtern? Von mir. Soll aber nicht so sein. Ein Fire ist halt, kann halt nicht so gut mit Security. Ja, Alter, der hat sich halt mich so mehr oder weniger gewöhnt. Das ist. Ja, bei dir geht das aber auch schnell. Das ist so. Standard. Oh, okay. Also, das macht man 3 Tage mit und dann ist man selbst gestört. Das ist mal 3 Tage. Entweder das oder man hat Selbstmord begangen. Ja, oder das, genau. Warum? Vielleicht musst du wenig Selbstmord zu begehen sein. Sie mit Ivo befreundet. Hey komm, ich sag nur Anti-Suizid-Kurs. Suizid-Event heute um 16:30 Uhr. Jetzt steht Beschreibung also. Das fand ich, bin ich immer noch genial. Dann trink dir was. Wenn ich noch mehr trinke, platze ich. Oh, das ist nicht so gut. Zieht. Oder ich habe hier so eine riesige Wasserpfütze da beim Stuhl. Ii. Huch, was hast du denn angestellt, Mario? Bisschen hingefahren. Dein Dings ist ja fast auf 50% runter. Auf 48. Okay. Wart ihr wenigstens erfolgreich? Kommt ja, drauf an, was du mit nein, es kommt drauf an, wie du es definierst. Wir haben weniger Guardian-Daten gesammelt, als wir wollten, aber wir haben dafür ein paar Materialien. Ja. Also theoretisch haben wir genug Materialien, dass ihr euer Raum. Ich weiß ja nicht, wie viel es kostet und ich weiß nicht, wie viel ich wovon jetzt dabei habe. Und du kriegst pro einmal einsammeln, kriegst du 3 Stück. Ich glaube, es kostet ein Eisen 2 Nickel oder ein Nickel 2 Eisen. Irgendwie so. Ich dachte jetzt für die FSD, für den FSA. Achso, dafür müssen wir natürlich nochmal Guardian haben. Deswegen dachte ich, deswegen. Ja, also ich habe halt nur gesagt, für. Reparieren vom SRB, ja klar, da habe ich genug Zeug. Ja, Eisen, 2 Eisen an Nickel pro einmal einsammeln kriegst du 3 Materialien. Das heißt, sammelst du 2x1, kannst du dein Schiff schon 3x reparieren. Tötet die Guardians auf der Galaxy. Die waren nicht da, ich glaube, es wäre aufgefallen. Oh, ich habe eine Boje, Navi-Boje gefunden oder so. Cool. Ja, aber Boje, ich schwimme im Meer. Wir sind hier ja auch im Weltmeer. Macht keinen Sinn, vergiss es. Naja,
Naja, im Weltraum wird ja ziemlich viel Analogie mit Schiffsfahrt betrieben, ne? Ich also hab Buggy, was hat ein Buggy mit Schiffsfahrt zu tun? Nicht die Buggy, die Schiffe zum Beispiel. Also ja, ich weiß. Die Kampfschiffe zum Beispiel Korvetten zu benennen oder so. Der Begriff Schiff. Oder ja, halt Bugheck wahrscheinlich und so ein Zeug. Ja, nur mal so, die Kampfschiffe heißen zum Beispiel Korvetten so, und Korvetten sind eben. Wenigstens geben sie die Geschwindigkeit nicht in Knoten an. Das wird schwierig. Ein Weltraumknoten. Echt mal. Aber Mann, der arme Knoten, der muss mal furzen.